FC Bayern, da war der Saal wahrscheinlich hier der Platz. Der rammelt voll, aber heute sind auch viele Gesichter, die ich kenne. Viele Gesichter von euch sind mir bekannt, von euch sind sie mir lieber, von euch sind sie mir bekannt. Das ist der richtige Einsatz. Danke, halt die Fresse. Das haben andere Leute vor vielen, vielen Jahrzehnten gesagt, um die Aufklärung zu stoppen. Und ihr gehört dieser Leute an. Und das kann es nicht sein. Aufklärung ist das Zauberwort. Und das ist auch der Grund, warum ich heute hier stehe. Ja, Aufklärung, warum? Ja, warum sind wir alle hier? Warum sind wir in diesem schönen Land? Ich hatte das Glück, hier geboren zu werden, weil meine Eltern zu arbeiten, um der Kultur zu leben, sich zu integrieren und hier zu leben. Und sie leben immer noch hier. Und meine Kinder werden auch hier leben und die weiteren Generationen, weil wir die richtigen Wahlen in diesen Zeiten leben. Warum kommen die anderen zu uns? Warum kommen die anderen zu uns? Alle, die ganze Welt will nach München, die ganze Welt will nach Bayern. Warum? Damals sind sie gekommen, weil sie gesagt haben, dort wo wir sind, geht es nicht mehr. Wir kommen zum Arbeiten. Es gab Arbeit und sie haben gearbeitet. Sie haben ihre Wohnung gesucht, die sie bezahlen können. Sie haben einen Job gesucht, mit dem sie das Geld für die Familie verdienen können. Jetzt, heute, kommen sie aus anderen Gründen zu uns. Warum? Warum? Hände in die Antwort. Nein, Nazis raus ist die falsche Antwort. Durchgefahren 6. Der Grund liegt daran, weil es hier Sozialleistungen gibt, wie in keinem anderen Land. Und diese Sozialleistungen sind einfach zu hoch. Ich habe meiner kleinen Stieftochter gesagt, du brauchst nicht mehr in die Schule gehen. Geh gleich Bürgergeld beantragen, du kriegst Bürgergeld, du kriegst eine Wohnung. Und Schluss aus, aber wer soll das finanzieren? Verschiedene Gründe, warum ihr hier seid. Ich bin hier, weil es mir so gut gefällt. Ich bin gebürtiger Münchner, hinterm Königsplatz auf die Welt gekommen. Es ist eine schöne Stadt. Es ist das schönste Land, das ich mir vorstellen kann. Ich war gerne hier. Aber ich bin deswegen hier. Ich habe hier gute Arbeit. Ich kann hier mein Geld verdienen als Fachkraft. Wenn ich ordentlich lebe, es ist eine Sicherheit hier im Land. Aber deswegen kommen die Leute... Nein, stopp. Deswegen kamen die Leute zu uns, weil wir sicher waren, den Leuten eine Perspektive gesetzt haben. Aber jetzt kommen die Leute, um uns auszubeuten. Die kommen, um uns auszubeuten, um unser ganzes Sozialsystem in die Knie zu zwingen. Und wir fahren wirklich den Berg hinunter. Es geht nicht mehr bergauf. Deutschland ist nicht mehr. Es geht nicht mehr hinauf, so wie es früher war. Der Kollege hat gesagt, Uli Henkel, die Wirtschaftsmacht sind wir jetzt noch die viertgrößte. Aber wenn wir so weitermachen, sind wir es bald nicht mehr. Die Schultern, ich war stehen geblieben. Wer trägt denn noch die Last? Wir sind 85 Millionen Menschen in Deutschland. Wie viele arbeiten denn produktiv in Deutschland, die Last tragen kann? Etwa 20 Millionen. 20 Millionen Menschen müssen ungefähr die Last Deutschlands tragen. Für 60 Millionen, beziehungsweise für 80. Die einen verdienen zu wenig, ja, sind später dann von den Renten noch oder der Armut betroffen, haben 40, 45 Jahre gearbeitet.
Gut, ihr nicht, aber 45 Jahre gearbeitet und dann in die Armut fallen, das kann es in einem reichsten Land der Welt doch nicht gehen. Meine Großmutter würde sich im Grabe umdrehen, die hat damals schon gesagt, es wird schlimmer in diesem Land. Die hat eine Rente gehabt von 1000 Euro, vom teuersten Euro. Sie wäre ein Sozialfall gewesen, allein ohne mein Opa. Aber es geht so nicht weiter. Verstanden. Sie hat sich gemeldet, weil sie sieht, was hier mit der CSU den Berg abgeht. Ja? Die CSU fällt und fällt und fällt und deswegen muss Angie, na, versucht, sie versucht zu retten, was noch zu retten ist, aber sie schafft es nicht. Mit ihrer grandiosen Idee, ja, Asylanten, Migration, Flüchtlinge, die müssen wir jetzt sofort in Arbeit bringen. Sofort in Arbeit bringen. Ein grandioser Gedanke, ein großer, guter Gedanke. Land und die arbeiten dann. Die werden sofort Fachkraft. Von heute auf morgen Fachkraft. Ich habe eine vierjährige Grundschule hinter mir, 9 Jahre Gymnasium, 1 Jahr Zivildienst, dann ein langjähriges Studium und dann bin ich jetzt ein Diplom-Berufspädagoge, eine gute Fachkraft für unseren Bildungsbereich. Aber die Flüchtlinge schaffen es innerhalb von Monaten. Das ist Gedanke von Angela Merkel. Ein Blödsinn des Jahrhunderts. Es ist keine Schande, ich kann auch keine Sprache außer Deutsch. Und die vielleicht auch nicht richtig, aber deutsche Sprache ist kompliziert. Das wisst ihr alle. Aber die Flüchtlinge können ihre Landessprache und kommen dann zu uns. Das geht nicht. Aber wie viele Fachkräfte haben wir denn im eigenen Land? Wir haben in Bayern circa 260.000 Arbeitslose. Die sind meist gar nicht arbeitslos geworden, weil sie nicht mehr arbeiten wollen, sondern weil sie in dem Bereich nicht mehr arbeiten können. Die können wir zu Fachkräften ausbilden. Die haben eine gute Grundausbildung, die können Deutsch, die kennen unsere Kultur. Plätze besetzen, ohne dass wir einen aus dem Ausland brauchen. Wir haben genug Flüchtlinge und Migranten im Land. Wir haben das Herz, ihr alle, ich weiß es, ihr habt ein Riesenengagement da draußen. Ich weiß es, ihr habt ein Riesenengagement, deswegen sehe ich auch immer wieder eure Gesichter. Ah, das finde ich total klasse. Wir haben alle das Herz am richtigen Fleck. Unsere Sozialität, Solidarität ist riesig. Aber sie ist endlich. Sie ist einfach endlich. Und wenn jeder von euch eine Flüchtlingsfamilie zu Hause aufnehmen würde, dann wären in München ungefähr 200 Wohnungen frei. Und das habe ich mir selber ausgedacht. Ich habe einfach mal die Zeitung aufgemacht, habe ein bisschen was gelesen, was da so die Medien bringen. Und Wolfgang Schäuble, den kennt ihr wahrscheinlich gar nicht, da seid ihr noch zu jung. Die älteren Herrschaften kennen ihn noch. Wolfgang Schäuble, ein ganz toller Politiker. Er war bei der CDU, er war Finanzminister, er war später Bundestagspräsident. Und selbst dieser Mann, der heute im Rollstuhl sitzen muss, weil irgendeiner ihn damals attackiert hat. Und das ist wirklich das Schlimme in unserem Land, dass ein solcher Mann attackiert wird, nur weil er seine freie Meinung sagen will. Und dieser Mann hat gesagt, wir können nicht alle aufnehmen. Es ist irgendwie
wird nachgedruckt. Und warum können wir uns nichts mehr leisten? Warum geht die Inflation so hoch? Ja, weil wir alles andere bezahlen müssen und davon wird das Geld weggezogen. Und deswegen bleibt jedem von uns weniger Geld, der arbeitet. Die arbeiten, die haben weniger in der Tasche. Ich bin Familienvater. Ich habe einen Sohn, ich habe eine tolle Frau, ich habe zwei Stieftöchter. Die müssen auch von was leben. Ja, die muss ich momentan finanzieren, dass sie sich selber finanzieren können. Aber wenn die Nachgeneration sich nicht selber finanziert, wer soll denn dann finanzieren? Das muss doch jedem einleuchten, dass das Geld nicht einfach gedruckt werden kann. Der Euro hat seit Einführung die Hälfte an Wert verloren. Die Hälfte an Wert. Das wäre ein Mark, wäre es nur noch 50 Pfennig wert. Da hätten die alle geschrien. Aber mit dem Euro merkt es ja keiner. Merkt ihr plötzlich, oh, für meinen Euro kriege ich nicht mal mehr einen Schweizer Franken. Das kann es nicht sein. Gut, die anderen Probleme, nein, ich will erstmal auch die Gäste im Social Media begrüßen. Herzlichen Dank, dass ihr hier die Kanäle schaltet und dass die Leute hier eben auch zuschauen können, dass sie nicht hier stehen müssen und Angst haben müssen, dass sie von der Antifa niedergebrüllt werden. Und unsere Soundanlage ist ja gut genug. Ich möchte mich auch bei den hier Eingekesselten bedanken, weil diese Einkesselung gab es ja vor knapp 2 Jahren. Ich stand hier und bin kurz einer Einkesselung entkommen, ja, als es noch hieß, die Corona-Querdenker, die Corona-Leugner, die bösen, bösen Querdenker. Ja, ich war auch einer davon, weil ich gesagt habe, ich bin ein freiheitlicher, demokratischer Mensch und ich entscheide, ob ich neue Zähne will, ich entscheide, ob ich ein neues Hüftgelenk und ich entscheide, was mit meinem Körper passiert und nicht der Staat. Weil dann sind wir da, wo ihr nicht hin wollt, aber ihr wollt dahin, so wie ihr schreit. Bitte jetzt. Liebe Leute, ihr seht, die wollen diese Diktatur. Ich will sie nicht. Ihr wollt, dass man euch sagt, was ihr seid. Und eure Freiheit. Da gibt es keine Freiheit. In unserem Land, weil mit Sprache öffnen sich alle Wege für die Zukunft. Alle Wege führen über die Sprache. Ich habe einen Artikel gelesen von einem Münchner Studenten, einem Studenten, der in München studiert. Er kommt aus Indien, er könnte eine tolle Fachkraft werden, aber er sagt selber, er lebt jetzt 2 Jahre hier in unserem schönen Land und er hat keinen deutschen Freund. Das war eine Aufgabe für euch da hinten. Das war eine Aufgabe für euch da hinten, für euch da drüben und für euch da drüben. Denkt drüber nach. Der Inder hat keinen deutschen Freund. Wir sind 10-20% und 80% wollen kein Freund sein von dem Inder. Den Rest könnt ihr euch überlegen, was das bedeutet. Und der Inder sagt selber, wenn er mit dem Studium fertig ist, wird er dieses Land verlassen. Warum verlässt er es? Weil er hier keine Perspektive hat. Die Löhne für Fachkräfte sind nicht so, wie sie sein müssten. Und das Publikum hier im Land hat sich so stark verändert, dass er gar nicht mehr hier bleiben will. Weil in seinem Land hat er gehört, Deutschland ist sicher, Deutschland ist toll, Deutschland ist super. Aber Deutschland ist es nicht mehr. Gegen ihren Willen. Also, und
das wurde hier ein 28-Jähriger, ein 32-Jähriger. Ich weiß nicht, wo er herkam, ist völlig egal. Ist völlig egal, ob es ein Deutscher war, ob es ein Migrant war. Aber da hat es in unserem Land doch auch an der Justiz in unserem Land, weil dieser Vergewaltiger, der gehört für mich 10 Jahre, nein, 15, 20 Jahre hinter Gitter. Und nicht nur 3. Aber wenn es euch passiert, ich wünsche es keinem, dann denkt ihr vielleicht drüber nach, dass dieses Geschrei anders besser aufgehoben wäre. Vielleicht, wenn ihr draußen gewesen wärt, im Park, oder, dann wärt ihr vielleicht dabei gewesen. Gesagt, es gibt nur eine Energie und die müssen wir nutzen. Es gibt die Sonnenenergie. Die Sonne ist die Energie unseres Lebens. Ohne die Sonne und das Wasser können wir vergessen. Den Grund und Boden brauchen wir, die Sonne und das Wasser. Ohne Wasser und Sonne ist hier das Leben vorbei. Und deswegen bin ich froh, dass heute so schön ist. Ein toller Tag.